Und da schreiben Sie, Sie seien früher ein sehr unglücklicher Mensch gewesen und Sie seien heute immer noch recht unglücklich eigentlich. Ist denn das Unglücklichsein Voraussetzung, um überhaupt gute Chansons, gute Texte zu schreiben? Ja, zuerst mal freue ich mich, dass Sie das Buch gelesen haben. Das ist ja schon mal ein großes Kompliment. Ja, unglücklich sein, das ist immer so relativ gesehen. Nicht? Selbstverständlich, wenn man schreibt, wenn man überhaupt irgendwie künstlerisch arbeitet, sucht man sich Negatives aus, weil man ja das Positive bewirken will. Ich habe eine unglückliche Kindheit gehabt, das ist schon richtig. Ich bin heute sicherlich viel glücklicher, als ich früher war. Aber im Buch sind Sie immer noch recht unglücklich. Nein, ich bin im Buch unzufrieden. Unzufrieden. Unzufrieden mit mir selber. Das muss man auch sein, sonst kann man ja auch nicht schreiben. Also Menschen, die mit sich zufrieden sind, schreiben nicht. Briefe vielleicht, aber sonst nicht.